sich hier diese Liste mal zu Gemüte führen. Über 30 verschiedene Fragetypen, verschiedene Umfragemodi, also kann man so eine Gruppierung durchführen. 50 verschiedene Sprachen, das bietet, glaube ich, so gut wie kein anderes System, dass man so viele unterschiedliche Sprachen anbieten kann. Ich werde das später beim Blog immer zeigen, da muss man sozusagen Deutsch erstmal suchen, damit man sich überhaupt einloggen kann. Das ist ein sehr großer Vorteil, gerade für international aufgestellte Unternehmen, die ja, sozusagen internationale Umfragen durchführen wollen. Und sorgt natürlich auch für eine international hohe Verbreitung, weil auch irgendwelche links, rechts, rechts, links Sprachen, sowas wie Russisch oder also mit kyrillischen Schriftzeichen können da abgebildet werden. Sehr ausgereift. So, zur Durchführung hatte ich ja schon was gesagt. Sie brauchen die Software, Sie brauchen ein Layout, Sie brauchen den Fragebogen selbst, müssen den da einstellen in der Software, müssen sich überlegen, will ich Leute anschreiben und die sozusagen dann auch erinnern, dass ich weiß, hat er schon teilgenommen oder hat er nicht teilgenommen. Das heißt nicht, dass es nicht anonym bleibt. Ja? Sie können durchaus Leute anschreiben und dann sorgt die Software dafür, dass Sie nicht direkt eine Zuordnung haben, welche Antwort hat er denn gegeben. Also Konfiguration der Befragung und natürlich die Auswertung. Das ist ja eigentlich der interessanteste Teil, wenn man die Daten dann hat. Okay, so viel zur Strategie. Wenn es da jetzt Fragen geben sollte, stehe ich dafür gerne zur Verfügung. Schreiben Sie einfach hier in das Chatfenster rein, was für eine Frage Sie haben. Müssen Sie vorher den Code hier eingeben. So, und dann kann man, das war falsch. Na gut, also wenn Sie den Code richtig eingeben, dann kann man das hier sehr schnell machen und einfach eine Frage stellen. Stehe ich gerne für zur Verfügung. Ansonsten würde ich jetzt einfach mal in die Software selber reingehen und die zeigen. Da gibt es hier einen Administrationsbereich. Vielleicht rufe ich den mal ganz kurz auf. Also wir betreiben das unter umfrage.net.de/admin. Ja, das ist jetzt die Adresse. Und ich bin jetzt hier schon eingeloggt. Vielleicht logge ich mich nochmal aus, um zu zeigen, wie das ausschaut. Also das ist jetzt hier der Einlog-Screen. So, dann können Sie den Bildschirm auch sehen. Also hier kann ich mich jetzt einloggen und muss hier einen Benutzernamen und ein Passwort eingeben. Das ist bei mir jetzt schon hinterlegt. Sprache, Voreinstellung ist natürlich am einfachsten. Das ist jetzt das, was der User voreingestellt hat. Und hier sehen wir schon die Übersicht mit den unterschiedlichen Sprachen. Ich werde die jetzt auch nicht alle durchgehen, aber das sind wirklich, wie gesagt, 50 Sprachen, in denen das System verfügbar ist. Teilweise Singalesisch kann ich gar nicht anzeigen, weil meine Schriftarten das nicht unterstützen. Hindi und so weiter. Also durchaus für den internationalen Einsatz geeignet. Jetzt drücken wir auf Anmelden und kommen dann in das System rein. Oh, jetzt bin ich auf Englisch, das will ich eigentlich doch nicht. Dann nehme ich doch hier nochmal bei Voreinstellung Deutsch Sie. So, Login. So, jetzt ist das schön in Deutsch. Und wir starten. Das ist jetzt hier die Oberfläche. Am Anfang hat man hier diese obere Leiste mit verschiedenen Funktionen. Wenn man darüber fährt mit der Maus, sieht man schon direkt, was die Funktion sein wird, wenn man draufklickt. Das heißt, man kriegt relativ schnell raus, was für Funktionen einem zur Verfügung stehen. Und die Software funktioniert so, dass ich immer, wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Umfrage auswähle, kriege ich hier so eine neue Zeile. Das heißt, die alten Funktionen bleiben auch erhalten. Ich klicke jetzt einfach mal auf Liste aller Umfragen anzeigen drauf und dann sehe ich hier, welche Umfragen sind aktiv und welche sind nicht aktiv und kann hier dann durchsuchen, kann sehen, wie viele Leute haben das schon ausgefüllt und so weiter. Ich kann auch hier oben einfach in dieses Dropdown reingehen und kann dann hier eine Umfrage ausfüllen. Ich gehe jetzt einfach mal hier zum Beispiel Cyber Media Workshop Nachbefragung. Die schauen wir uns mal an, das Dokument. Gehen wir hier rein. Und jetzt sieht man schon, was ich gerade eben dargestellt hatte. Hier ist jetzt also eine neue Zeile erschienen. Die Umfrage Cyber Media Workshop Nachbefragung mit der ID so und so. Und die hat jetzt wieder neue Funktionalitäten. Ja, also erstmal grundsätzlich ist die aktiv und ich kann die jetzt theoretisch deaktivieren, indem ich hier draufklicke. Und dann gibt es Sicherheitseinstellungen und verschiedene andere Elemente. Ich kann die Umfrage selber
ausführen. Das würde ich jetzt auch ganz gerne mal machen, weil man da einen viel besseren Eindruck darüber bekommt, was eigentlich tatsächlich in dem System so passiert. Also ich klicke jetzt mal hier drauf und dann sehen wir, Cybit Media Workshop Nachbefragung lädt sich jetzt hier ein, also eine Umfrage im Layout von Cybit Media. Mir fällt dabei auf, dass ich eigentlich diese Leiste hier oben mal ausblenden könnte, dann haben wir noch ein bisschen mehr Sicht. Hier gibt es dann eine Einleitung, die man auch beschreiben kann, jetzt auch im Cybit Media Schriftart dargestellt wird. Willkommen beim Workshop-Fragebogen Cybit Media GmbH. Bei den Workshop-Nachbefragungen handelt es sich um eine Kundenzufriedenheitsumfrage, die wir regelmäßig nach persönlichen Treffen mit Neukunden durchführen, bla bla bla. 3 bis 5 Minuten. Also es gibt hier also einen Einleitungstext und hier unten kann ich auf diesen grünen Knopf drücken, Umfrage starten. Das mache ich jetzt auch. Und dann erscheint hier entsprechend dieser Fragebogen. Ich bin jetzt bei 0 von 100% in der Workshop-Nachbefragung und hier sind jetzt, wie man das halt so kennt, meine Fragen. Mit dem Workshop-Leiter war ich zufrieden, natürlich. Das Workshop hat ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Da sage ich jetzt einfach mal, habe ich keine Antwort drauf, weiß ich nicht, war ich nicht dabei. Dann sage ich, alles in allem hat mir der Workshop gut gefallen, stimme eher zu. Und so fülle ich hier meinen Fragebogen aus. Ich mache das jetzt nicht, um die Daten nicht zu verfälschen, aber können ja mal irgendwas anklicken. Ich werde es später nicht abschicken. So, ich muss auch nicht alles ausfüllen, kann dann hier auf Weiter klicken. Dann kommen offene Fragen. Das war ja eben so geschlossene Fragen. Hier offene Fragen. Welche Inhalte des Workshops haben Ihnen besonders gut gefallen? Die strategische Einführung. Welche sind nicht überzeugend gewesen? Keine Ahnung. Der Praxisteil. So, fassen den Workshop in einem Satz zusammen. Kann ich auch irgendwie einen Satz eingeben. Und dann drücke ich auch wieder auf Weiter. Und jetzt sehen wir hier schon, die Hälfte habe ich jetzt also schon geschafft. Jetzt kann ich das Thema noch angeben. Ist hier eine anonyme Umfrage. Das heißt also, wenn da keiner ein Thema angibt oder wer den Workshop gehalten hat, dann wissen wir darüber nichts. Da sehen wir auch schon, hier ist so ein Sternchen dran. Wenn ich jetzt hier auf Weiter klicke, dann sagt er mir, Achtung, das ist ein Pflichtfeld. Hier haben wir so ein bisschen das Problem, dass wir definiert hatten, dass es ein englischer Fragebogen sein soll und dann deutsche Inhalte eingespielt haben. Deshalb sind die Fehlermeldungen hier in Englisch. Das ist sozusagen ein Konfigurationsfehler. Aber das lässt sich natürlich ganz leicht ändern, indem man im Hintergrund sagt, es soll Deutsch sein. Und dann kann ich hier mal weiterklicken und am Ende bin ich immer mit der Befragung fertig und kann dann den Fragebogen ausgefüllt abschicken. Und dann kommt er in das System rein. Das machen wir jetzt nicht, weil ich die Daten nicht verfälschen werde. Aber das können Sie sich vorstellen. Irgendwann steht dann hier, nachdem ich zum 100. Mal oder zum 3. Mal auf Weiter gedrückt habe, vielen Dank für Ihre Befragung. Und dann war es das für mich als Befragter. Was danach passiert ist, konfigurierbar auch im System. Grundsätzlich kriegt man dann eine E-Mail zugeschickt als Administrator, damit man weiß, hat jemand eine Umfrage durchgeführt. Wir konfigurieren das in der Regel so, dass wir auch die Inhalte der Umfrage direkt in der E-Mail drin stehen haben, damit wir uns nicht in das System einloggen müssen, sondern direkt sehen können, was haben die Leute geantwortet. Und das wird natürlich auch hier im System dann gespeichert. Das schauen wir uns jetzt mal an, wie das ausschaut. Und zwar, wenn ich jetzt hier nochmal in meine Oberfläche reingehe, da hatten wir gerade eben drauf gedrückt, diese Umfrage ausführen. Ich kann eine Dateneingabemaske für die Umfrage aufrufen oder eine Druckversion der Umfrage. Ich gehe jetzt einfach die Funktionen mal kurz durch und dann schauen wir uns anschließend. Nee, umgekehrt, sorry. Wir machen das so, wir gucken uns erstmal die Ergebnisse der Umfrage an und dann schauen wir uns die Funktionen an. Wenn ich hier ganz rechts, zweiter Knopf, auf dieses Blatt mit der Lupe gehe, dann kann ich die Ergebnisse dieser Umfrage ansehen. Wenn ich da jetzt drauf drücke, kriege ich hier eine neue Leiste, in der die Umfrageergebnisse zugänglich gemacht werden. Am einfachsten ist es, wenn ich hier oben jetzt erstmal auf diesen Kuchen drauf drücke, zeige Statistiken dieser Antworten an, klick und dann sage ich hier Zusammenfassung aller zur Verfügung stehenden Felder anzeigen. Dann brauche ich das nicht mehr auszuwählen und dann sage ich einfach Statistiken anzeigen. Und wenn ich das mache, lädt das System direkt alle Antworten. Ich kann vorher sagen, sollen es nur die komplett ausgefüllten oder auch die teilweise ausgefüllten Fragebögen sein, die hier berücksichtigt werden. Wir haben jetzt 32 Antworten.
Die kann ich auch exportieren, kann die anbieten.